and this is dubstep. Ja, Freunde, damit herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge von EverQuest Next Landmark. So, in der letzten Folge hatten wir eine Reise gemacht, um ein bisschen Holz zu sammeln. Und dann haben wir gemerkt, hups, ich bin ein Idiot und wir hätten eigentlich nur den hier abbauen können und hier und da auch nochmal rumgucken. Hier standen genug Bäume rum. Aber egal, wir haben auf jeden Fall mal die Reise getestet, wie das alles funktioniert. Haben uns mal den Tier 2 Welt angeguckt. Und dann ist es ja auch kein Thema. So. Dann drehen wir die ganze Maschinerie und stellen sie mal hier hin. Yes, wir haben ein Tinkerers Workshop. Ich freue mich. So, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann können wir mal gucken. So, was ist das denn? Ein Prop Mover, Magical Platform. Platform, a platform that floats between two docks. Docks can be moved to change the platform's path. Okay, könnten wir irgendwann mal später dann mal ausprobieren. So, was machen wir denn jetzt? Oder was haben wir vor heute in dieser Folge? Das ist die Frage. Was könnten wir machen? Also, wir stellen mal ein bisschen davon was her. So. Haben wir noch ein bisschen Holz. Können wir das hier mal ein bisschen herstellen. Genau. So, zacka. Crafting Stations. Alchemy Station. Okay. Alles klar. So. So, die Frage ist, warum haben wir den jetzt eigentlich geholt und gebaut? Gut, wir können hier unser Holz. Genau, jetzt probieren wir einfach mal diese verschiedenen Pflanzen aus. Desert Scrub, nope. Könnten wir das hier nicht mehr ausprobieren? So, dann nehmen wir mal das hier noch zweimal mit. Einfach, weil wir es können. Das hier nehmen wir auch mal mit. So. Und dann plant. Plant. Ja, ne, dann müssen wir hier auf jeden Fall vielleicht mal ein bisschen runter scrollen. Red Tundra Berry Bush. Okay. Dann nehme ich doch mal 3 Stück. Davon nehme ich auch mal 3 Stück. Oh ja, die sieht auch richtig nicht mal schlecht aus. Ich hoffe, die kann man einfach dann mal so setzen. Ich weiß es nämlich nicht. Oh ja, genau, davon nehme ich mal 2 Stück. Man muss ja ein bisschen abwechseln, ne? So, ne, die sieht scheiße aus. Auch ein bisschen bekloppelt. Das ist jetzt mir zu pilzig hier. Ja, wieder ein bisschen Unkraut mal. Muss auch mal sein. Dann nehmen wir auch mal. Eine Baumwollpflanze, okay. Eine Jute-Pflanze. Okay, dann können wir auf jeden Fall einen kleinen Kräutergarten anlegen. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. So, unser englischer Rasen wird jetzt ein bisschen. Kann man das so setzen? Jawohl, sieht gut aus so. Wie viel habe ich denn davon? Ich habe wahrscheinlich wieder zu viel Ich hätte nicht gedacht, dass das so riesig ist. Aber das geht ja eigentlich gar nicht. Wir müssen es wieder runternehmen, muss ich sagen. Geht das? Ich bin ein Genie. Wir wollten noch da ein zweites Dach drauf machen. Wir könnten theoretisch aber auch. Naja, zuerst mal muss ich hier das Holz wieder einfügen. Materials. Wood. Das hier müsste es gewesen sein. Jawohl. Dann müssen wir gucken, wie kriegen wir das wieder weg. Wahrscheinlich mit einer Sichel. Dann bauen wir doch mal eine Sichel. Was zur Hölle geht jetzt gerade ab? Ich kapiere es gerade nicht. Ich will rauscrawlen und habe jetzt hoffentlich... What?
Okay. Ich will es verschieben. Hoffentlich funktioniert es. Wie habe ich das jetzt hingekriegt? Uns hängt jetzt eine Schmiede auf dem Dach. Warte mal, so. Nee, so, so. Nee, auch nicht. Nope, auch nicht. Die Frage ist, wie kann ich dieses Ding wieder removen? Pickup, oh Gott sei Dank. So, dann müsste hier jetzt sein. Dann stellen wir die doch gleich direkt wieder an ihren gewohnten Platz. So. Genau, so, jetzt können wir Axt, eine Sichel, Silbersichel. Wie kann ich noch so eine Silbersichel bauen? Gibt keine. Es gibt eine Silberaxt, eine Goldaxt. Eine Eternium-Axt. Aber es gibt nur eine Silbersichel. Und da brauche ich hier drei Materialien. Ist ein bisschen komisch. Okay, strange. Wie kriege ich dann dieses Gestrüpp hier weg? Und wieso warum steht das jetzt hier? Okay, Houston, wir haben ein Problem. Ich habe eine Axt, aber ich habe keine Sichel. Auch die sehen auf dem Bild so schön aus. Die sehen jetzt hier so trostlos aus, muss ich sagen. Ja, die sehen besser aus. So. Okay, dann haben wir auf der anderen Seite nochmal. Einmal das da. Habe ich noch welche? Jawohl, ich habe hier noch ein paar. So, so und so. Wie sieht das aus? Ja, das haben wir einfach mal hier rein. So. Okay, ich dachte schon, die verschwinden jetzt irgendwie. Also damit bin ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht zufrieden, wie das jetzt hier aussieht. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Sichel, ja. Weil ich kann es ja auch nicht deleten, dieses. Ich kann leider dieses Ding nicht deleten. Schade. Gut, müssen wir damit jetzt gerade im Moment klarkommen, aber na gut. Ist jetzt auch kein Beinbruch. Kann man sonst noch irgendwas bauen hier? Was uns eventuell helfen könnte. So, wir brauchen auf jeden Fall. Ist das für ein Material Tier 4? Tier 3, okay. Wir brauchen diesen Saw-Table auf jeden Fall auch noch. Dafür benötigen Petrified Hardwood. Hardwood and First with Gnarled. Okay. Proper Decoration. Prop Furniture. Aha, schön. Dafür benötigen wir Jute. Okay, damit kann man auch. Hier gibt es die Dinge. Light Source. Alles klar. Kerzen. Okay, schön. Prop Interactive. Gravestone. Gravestone. Gothic Gate. Interessant, was es hier nicht alles so gibt. Was ist denn. Steintresor läuft. eine Truhe, nice. Eine einfache. Einen Briefkasten können wir bauen. Und wir haben eine Türe. So, die Frage ist, welche Türe nehmen wir denn? Die muss auch zu unserem kleinen Strandhaus passen.
Falltür. Ah, hier kann man diesen. Davon habe ich auch erzählt schon. Ah, das ist schön. So. Dann wahrscheinlich irgendwie. Vielleicht die hier. Craften wir einfach mal. Zacka, haben wir. Mal gucken, wie sie ausschaut. So. Gehen wir mal wieder in Ego-Modus. Okay. Okay, wir haben jetzt eine Tür, die in der Luft hängt. So. Pick-up. Probieren wir es einfach. So, dann machen wir das Inventar mal wieder raus hier. Aber dass die so. So, ja, genau, jetzt hängt sie hier mal fest. Dann müssten wir theoretisch hier jetzt Materials, Stone und das war dieser hier. Müssten wir theoretisch. Muss ich nur gucken, wie ist die Türe? So, das noch einmal. Nochmal so hoch und runter bauen. So, zack. Und hier noch das kleine Loch einmal. Genau. So, und dann gibt es ja andere Möglichkeiten, sage ich mal. Nein, das müssen wir nachher alles wieder deleten, aber das machen wir dann später. So, sieht gut aus bisher. Jetzt gucken wir mal. Das will jetzt nicht so, wie ich das möchte, theoretisch. Nee, so nicht. Also man kann es ja auch nur so drehen, sehe ich gerade. Was haben wir da? Nope, auch nicht. Was haben wir das? Auch nicht. Und was ist mit dem hier? Ne, das funktioniert natürlich gar nicht. So. Die Tür geht jetzt gar nicht auf. Wenn ich den hier wegmache. Ach so, klar. Also ich kann durch die Tür durchbauen. Interessant. Den hier brauche ich wieder. So, dann nehmen wir den hier einmal weg. Dann nehmen wir den hier weg, den hier weg und den hier weg. Und dann hier den hier oben. Ding, ding. Ist hier sonst noch irgendwo was? Seht ihr was? Okay, hier müssen wir auffüllen. Zacka. Also ich hoffe, das wächst nicht weiter, dann haben wir hier gleich eine volle Überwucherung. Wäre ein bisschen negativ. So. Die Frage ist, wie bekomme ich diesen Torbogen? Geht die noch auf? Ja, die geht noch auf. Dann können wir das theoretisch so lassen, oder? Cool, dann haben wir eine eigene, haben wir es eine Türe. Schön. Und dann habe ich doch hier hinten noch, könnten wir theoretisch. Wo war es denn? Furniture Interactive. Eine Box, eine Mailbox. Da haben wir gerade noch. Gut, wie Iron haben wir eh. Mehr als genug. So. Trapdoor. Was haben wir hier? Okay. Ein Ventilator.
können wir mal Tree, 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 Tree. Okay, simples. Da brauchen wir Tier 4 Kobalt, brauchen wir da, okay. Was brauchen wir hier? Infused Nightblumen. Okay. Also brauchen wir erstmal eine. Wie gesagt, wir brauchen eine Sichel, dass wir das alles mal dann abernten können. Muss ich mir mal informieren, weil es muss auf jeden Fall eine geben. Also. So, dann haben wir hier unseren Briefkasten hin. So, dann ist der Platz auch nicht verschwendet. Ah, der ist ein bisschen schief, ne? So, machen wir das doch gleich nochmal. Zack. So. Viel besser. Viel besser. Cool. So. Eine andere Frage ist, wie bauen wir Fensterrahmen? Ne? Wir könnten theoretisch. Ich weiß es nicht, wie das kommt. Aber wir könnten theoretisch. So, 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 so. Einmal so. Ah, nee, das nicht. Das bauen wir wieder dran. Einmal so, genau. Ob das gut aussieht, weiß ich jetzt nicht. Müssten wir mal ausprobieren. So, Materials. Aus Holz natürlich. Und dann nehmen wir mal ein anderes Holz. Das nicht. Das benötigen wir wahrscheinlich nachher. Da wollen wir genug haben. Genau, wir nehmen einfach mal dieses hier. Mal gucken, ob es. So. Da habe ich 1:4 rausgenommen da hinten. Dann werden wir das doch. Muss ich noch. Apps. Dann machen wir das Ganze wieder weg. Dann müssen wir noch mal auf unseren. Hallo Tür, ja. Jetzt habe ich schon gedacht, da kommt einer rein. Schwert gezückt und. Hüsei! So. Genau, wir waren. Achso, ich habe auf die Tür gedrückt, die Genie. Stone. Den hier. Ach genau, ich wollte erstmal den hier rausnehmen und den hier wieder reinsetzen. Dann gehen wir hier wieder raus. Nicht ganz raus, so. Materials. Wood. Und dann haben wir den gesagt, nehmen wir den hier. Und setzen den hier rein. Okay, das ist jetzt strange. Warum sieht das jetzt hier so aus? Ist das auch. Ah, da sitzt auch einer drinnen davon. Das ist jetzt negativ. Müssen wir es nochmal ändern. Materials, Stone, Stone, das da, dies, dus. Genau. Gehen wir wieder raus. Materials, Wood und das da und. Genau, super. Gucken wir mal von draußen, ob man das draußen sieht. Sieht man draußen. Könnten wir theoretisch auch jetzt hier draußen machen. Bin mal. Ich frag mich. Jawohl, super. So. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, hier und da. Sehr gut. So, dann bauen wir das Ganze mal. Zack, zack. Wieso baut es da rein? Das ist die Frage. Werden wir nachher schon ändern müssen. So. Boah, hör auf zu backen. Scheiß Mauszeiger. Nein, ich will da rein.
Ich will da rein, ich will da rein. Nein, ich will nicht dahin. Ich will. Ich. Hallo. So, dann nehme ich doch mal die Sachen. Wieso kann ich jetzt nicht hochgucken? So. Nehme ich das mal aus dem Spiel sozusagen. Und werde dann hier mal runterziehen und. Jetzt bau da rein. Auf. Oh, jetzt ging es doch gerade. Ja, jetzt. Das ist immer eine Geburt mit dem Zeug. Wahnsinn. So, Materials. Stone, Stone, Stone. Und da hinten rein. So, dann Materials. Stone, genau. Ne, wo war? Stone und dann Glas. Wir müssen hier auf jeden Fall das Glas noch wieder erneuern. Line Tool. Ich habe doch Glas ausgewählt. Och nein, geht gar nicht gut. Eieieiei. Materials, Stone. Nein. Materials. Jetzt. So. Nein. So. So. Wow, das ist eine Geburt, Freunde, ich sag's euch. Da spinnt der Mauszeiger doch ab und zu mal zu oft rum. Das sollten sie noch hoffentlich in den Griff bekommen. So. Wie kommt das? So, dann gucken wir mal rum. Jo, sieht ja eigentlich relativ in Ordnung aus. Von innen. So. Cool. Vielleicht werden wir auch mal den Stein hier umfärben irgendwann mal zu einem anderen. Eine andere Farbe. Aber bisher passt es relativ gut, muss ich sagen. Wahrscheinlich werden wir das hier noch rausreißen. Sieht einfach aus wie so ein komisches Gefängnisfenster. Und das werden wir wahrscheinlich dann alles in der nächsten Folge ausprobieren. Ich wünsche euch was, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.